Also willkommen zurück zu einer weiteren Runde. Riesen. Ich versuche irgendwie das immer ein bisschen alternativ zu gestalten, aber es ist einfach sehr plump. So. Jawohl. Wo waren wir stehen geblieben? Wir sind auf dem Weg zum Banditenlager. Ich habe überlegt, wir können noch mal vielleicht mit denen reden hier, ob sich jetzt irgendwas getan hat, seit wir in der Stadt waren. Weil wir kommen zurück, sind ein stattlicher Gentleman. Lass uns handeln, du. Ah, der hat bestimmt Äpfel. Ha! Da wusste ich das noch nicht. So, alle. Was hat der hier noch? Das ist alles uninteressant. Handeln. Ja, hier nimm. Wie viel Geld habe ich eigentlich? 1400. Gut. So, vielleicht mit dir nochmal ein bisschen quatschen. Ich brauche Ruhe. Deine Mutti. So. Was war da hin nochmal? Da waren Krallenfalter, oder? Die kann ich noch nicht machen, denke ich. Ja. Aber hier oben waren auch Wölfe. Ja, okay, das, ich glaube, ich scheiße drauf. Die, ne? Ich gehe jetzt erstmal zum Banditenlager. Hier ist ja noch der Dings. Müsste da ja noch hocken. Wie hieß der? Der Bandit im Haus. Ah, ist auch egal. Da ist er noch, jawohl. Der führt uns zum Banditenlager. Sehr nice. Ich werde übrigens nicht direkt zum Don gehen, weil ich habe gehört, dann ist direkt Kapitel 2 und ich habe alle Quests vom Banditenlager, die sind für den Arsch. Führe mich zu eurem Lager. Kein Problem. Du Schmuggel. Folge mir. So, Abfahrt. Ich bin hinter dir, Junge. Mit der gespannten Armbrust. Warum eigentlich Armbrust? Ich meine, das ist so ein dummer Name. Habt ihr darüber mal nachgedacht? Armbrust. Klar, ich verstehe, sie liegt da an, so am Arm und an der... Aber warum? Dann wäre ja ein Hammer... Handfinger. Komm mit. Ja. Worauf wartest du? Ja, auf eine Erklärung, warum Armbrüste Armbrüste heißen. Und Plural klingt einfach richtig verkehrt. Weiter jetzt. Er ist doch mal jetzt, hätte mal nicht so... Ach, die sind jung? Ach, die mache ich ja so weg. Guck mal her, Junge. Ja, ja. Oh, yeah. Ja, damit hat man auch mehr Range. Oha. Ist er noch da, Junge, wartet. Die muss ich kurz hier mitnehmen. Oh lol. Keiler. 3 Stück. Ah, die sind sehr schnell, ne? Ich weiß nicht, 3 schaffe ich wahrscheinlich nicht. Hungriger. Oh. Weg mit dir. Wo geht's hier lang? Theoretisch? Ans Meer. Na gut. Oh, da ist er was? Wölfe. Da gehe ich mal ein bisschen... Wo ist er denn? Ach, da bist du. Hör mit dem Scheiß auf! Ja, wie, hör mit dem Scheiß auf? Jetzt pass auf! Jo, bin dabei. Ja. Ist aber Musik. Ja. Ja. Oh, ja. Oh Gott. Oh, ja. Und weg. Sie sollen alle verrecken. Hey, 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 sei doch nicht so. Was soll das denn jetzt? Mann. Worauf wartest du? Mann, auf deine Möse, dass sie sich ausfährt, weißt du? Entschuldigung. Oh, lol, da sind ja... Da, siehst du die Ruine, die dort im Norden aus dem Boden ragt? So eine habe ich schon an anderer Stelle. Als wäre das so richtig weit weg. Dort haben die Weißen vor einigen Tagen ein größeres Artefaktlager errichtet. Wenn ich du wäre, würde ich mich dort nicht sehen lassen. Jemanden wie dich kassieren die Jungs sofort ein und werfen dich in die Vulkanfestung. Dort werden sie dir den Stabkampf beibringen und dich in den Ruinen verheizen. Nett. Nicht wahr? Also, überleg dir das gut. Junge, ich hab ja so schon... Es ist nicht mehr weit bis zum Sumpf. Alter, halt die Backen. Dahin! Im Norden! Als wäre das echt so in Timbuktu, ey. Im Norden. Weiter steht jetzt. Genau davor. Halt dein Maul! Meine Fresse. Jetzt reicht's aber mal. So. Oha. Da ist eine Ruine. Na gut, das wäre mal alles. Worauf wartest du? Kann der mal die Fresse halten? Wenn du hier dem Weg weiter Richtung Norden folgst, kommst du in unser Lager. Aber lass dich von unseren Jägern nicht zur Arbeit einspannen. Die faulen Hunde suchen nur einen Grund, um nicht jagen zu müssen. Danke. Ich komme schon zurecht. Ja, ja, wenn es eine Quest ist. Ich gehe da mal wieder auf meinen Posten zurück. Viel Glück. Wir sehen uns. Hau rein, Neil. Bisschen guter. So. Ich
überlege, ob ich jetzt die Umgebung erkunde oder... Oder... Ne, ich gehe, glaube ich, direkt ins Lager. Spiegelt hier alles so sehr mit der Brille gerade? Huch! Das war's, ne? Ich nehme mal die Brille ab, weil hier spiegelt sich gerade alles irgendwie. So, Halbpflanze. Okay, da geht's runter, aber hier... Geht es zum Banditenlager. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Da ist ein Vorkommen. Blubbert schön. Sehr geil. Na, Band. Ist ja echt krasser Sumpf, ey. So, Doc, Doc, du. Hey, du, wo willst du hin? Alter, da im Hintergrund, seht ihr das? Das sind doch die Viecher, die dann immer fressen, nur in kleinen. Also am Meer. Ich will zu den sieben Zwergen. In den sieben Bergen. Was geht dich das an? Ich wollte dich nur warnen. Der Sumpf ist voller gefährlicher Biester. Geh nicht so weit raus. Die fressen einen Typen wie dich mit Haut und Haaren. Am besten bleibst du auf dem Steg. Oder noch besser, ich gebe dir eine Karte von dieser Gegend. Und ist das damit smart. Du dich nicht verläufst. Also, ja, wenn ich dich nice. So ansehe, wie wär's mit einer besseren Waffe? Das ist zu riskant. Woher bekomme ich eine bessere Waffe? Das kommt darauf an, welche Waffe dir am besten liegt. Einige schwören auf das Schwert. Andere wiederum mögen lieber die Axt. Da bist du sicher bei unseren Kämpfern im Tempel, dort im Norden, gut beraten. Ich bin Jäger. Mir liegen eher Pfeil und Bogen. Ich habe einige schöne Exemplare dabei. Wenn das Gold stimmt, könnte ich mich sicher von dem einen oder anderen trennen. Ja, ich habe eher eine Armbrust. Aber ich schaue mir das mal an. Geschicklichkeitsring plus. Ach so. Ich war gerade ganz woanders. Ich war gerade so bei Armbrustschießen oder so plus 3. Das wäre ja übel OP. Flügelschere. Ach, das brauche ich nicht lernen. Ich brauche nur die Werkzeuge dafür? Oder was? Warte mal. Nee, ich brauche Tierauswahl. Ich brauche nur ein Perk. Und dann brauche ich nur die richtigen Waffen, um den richtigen Viechern alles auszureißen. Das ist ja geil. Dann ist das vielleicht auch Wolf, wa? So. Was ist das für ein Ort hier? Du bist noch nicht weit rumgekommen, was? Pass mal auf. Ich glaube, ich muss alles, mal Gamma Alles, was du hier siehst, gehört Don Esteban, unserem Herrn. Oder? Was der meint Tempel ihr? Der Tempel hier im Norden, sehr dunkel. Der Sumpf hier, einfach alles. Wenn ich du wäre, würde ich es mir mit dem Don und seinen Kämpfern nicht verscherzen. Was jagst du hier im Sumpf? Da gibt es so einiges, was man hier jagen kann. Doch versuche ich mich schon seit einigen Tagen mit diesem Wurm drüben im Westen. Doch allein ist mir das Monstrum einfach zu gefährlich. Ich könnte mich hinreißen lassen. Hilfe. Erzähl mir was über euren Tempel. Das Ding war auf einmal da. Kam wie aus dem Nichts, aus dem Boden geschossen. Ach, die sind um den Tempel herum? Und mit ihm kamen diese ekligen Biester. Doch unsere Kämpfer haben ihn ordentlich eingeheizt. Da drinnen lebt garantiert nichts mehr. Jetzt dient der Tempel unserem Don als Behausung. Naja, jedenfalls solange wir noch hier sind. Eklige Biester? Ja, einige von den Viechern schwirren immer noch hier rum. Frag doch mal Ricardo danach. Er ist einer der Kämpfer und Wachposten im Banditenlager drüben beim Tempel. Der kann dir einiges darüber erzählen. Naja, wenn er denn mal das Maul aufkriegt. Hä? Fix oder wie? Nee, wie hieß er? Patafix. Fixiert fix. Wieder und wieder. Links in der Beschreibung. Was macht euer Boss, der Don, im Tempel? Don Esteban wartet auf eine Gelegenheit, wieder in die Stadt zurückzukommen. Seit wir hier sind, sammelt er Gold und rüstet sich für einen Angriff gegen die Weißen. Alter, das ich hoffe, dass sick. Es nie dazu kommt. Mir wäre lieber, die Männer des Inquisitors würden von alleine wieder verschwinden. Aber wer bin ich schon? Das überlasse ich lieber den Kämpfern. So, ja, okay. Ihr seid nicht immer hier im Sumpf Nein, gewesen? Wir waren in der Stadt. Als der Inquisitor mit seinen weißen Kriegern die Hafenstadt übernommen hat, sind wir hierher gefahren. Die weißen Typen sind heftig. Mit Magie. So, verstehst du? Genau. Da sind wir lieber abgehauen. Hoffentlich bleiben die nicht ewig in der Stadt.
Was weißt du noch über die Weißen? Nur das, was alle wissen. Komm den Weißen Ordenskrieger nicht zu nahe, sonst schleppen sie dich in die Vulkanfestung. Zwangsrekrutierung. Die armen Schweine da oben kriegen erstmal eine Gehirnwäsche und dann werden sie... Dieser Wurm im Hintergrund, der macht mich fertig. Ich mach da nicht mit, das schwöre ich dir. Okay. Gut. Was wäre, wenn ich dir helfe, den gefährlichen Wurm zu jagen? Ich bin nur ein einfacher Jäger. Viel habe ich nicht. Aber wenn wir das Ding gemeinsam erledigen, gebe ich dir 30 Gold. Bereite dich aber besser vor. Das Ding ist nicht ohne, sag ich dir. Ja gut, dann nehme ich erstmal ein Schlückchen aus der Tonne. Ich brauche unbedingt eine andere Rüstung. Die sieht so scheiße aus, Alter. Wobei, gute Tarnfarbe hier im Sumpf. Hä? Hieß es nicht, dass ich dann wieder voll geheilt bin? Ah, nee, immer nur ein bisschen. Oh Gott. Ja, schlürf, schlürf. Ja gut, aber ist umsonst. Aber da, okay. Ich dachte, ich wäre instant geheilt. Warum machen die das nicht, dass ich instant geheilt bin? Ich meine, man hängt doch eh da die ganze Zeit über im Fass. Na gut, ich würde sagen, wir speichern und nehmen uns das viel mal vor. Los, lass uns den gefährlichen Wurm jagen. Ich hatte gehofft, dass du das sagst. Zieh deine Waffe und auf geht's. Bleib dicht hinter mir. Zum Angriff! Schilder bitte. Oh, Alter, was ist denn das für ein ekliges Vieh? Okay, der saß. Bam! Oh lol! Rückwärtssalto über dem Stein, Alter! Wie er immer ausholt. Und dann fliegt ihr weg! Alter, bin ich weggehämmert, Junge. Ich hätte auf meinen Vater hören sollen. Der hat mich vor dem harten Geschäft eines Jägers gewarnt. Ja. Was ist denn das jetzt für eine Aussage, Junge? Um den gefährlichen Wurm brauchst du dir keine Sorgen mehr zu machen. Ja, das hat er mitbekommen, glaube ich. Dieses Monstrum hat mir echt Angst gemacht. Das ist mir 30 Goldmünzen wert. Ist auch übel widerlich aus, Alter, wie so ein Alien. Dann nimm diese Keulen rohes Fleisch mit. Im Lager wird immer Fleisch gebraucht. Ich bleib erstmal hier und ruh mich aus. Na gut. Jagd beibringen. Weißt du, ich bin kein so guter Lehrer. Louis ist dein Mann. Er ist ein guter Jäger und hat mehr Erfahrung. Junge, hat man ein bisschen mehr Selbstwertgefühl. Er müsste auch irgendwo hier im Sumpf unterwegs sein. Kannst ihn ja mal fragen. Werde ich machen. Okay, was geht hier noch so? Ja, scheiße Wurm, Alter. Weggefetzt ist er da. Schöner Steinzeit-Grind über den Steine. 360 No-Scope war das. Richtig weggebolzt. Wie halt auch immer beim letzten Schlag so übertrieben ausholt, ey. Und dann richtig reindonnert. So, was haben wir hier? Ich erkunde erstmal ein bisschen hier. Die Gegend. Automatisches Speichern. Das ist ein Goldader, so sieht so aus. Aber ich kann ja noch nicht schürfen. Wächst Kraut. Ja gut, dann mal zurück auf den Steg und Abfahrt. So, weiter geht's. Da ist der Tempel. Aha. Crazy. Kann ich eigentlich auch Ego-Perspektive haben? Nee. Da sind wir diese Flatterviecher. Ja, da sind wir, Leute. Würde ich mal sagen. Schick. Ricardo. Hallo. Was ist... Dein Schuh ist auf. Das ist zu riskant. Ja. Was machst du hier? Wache schieben. Ja? Und? Wie läuft die Wache? Beschissen. Wieso? Stell du dich mal Tag und Nacht in den Sumpf. Ist dir kalt? Ist dir kalt? Nein, hier stinkt's. Die Mucke ist geil. Aber was will der Junge? Auch die Fragen. So richtig auf den Sack gehen. Was machst du hier außer Wache schieben? Das Lager verteidigen. Gegen was? Biester. Welche Biester? Die aus den Ruinen. Erzähl mir was über das Lager hier. Da hinten ist der Tempel, da ist der Sumpf. Hier ist mein Wachposten. Ach was. Ich sag dazu mal nichts weiter. Wir machen hier einfach mal weiter. Wo genau sind diese Ruinen?
Überall da, wo der Boden Buckel hat. Das sind immer Berge oder Hügel, ja. Hast du in letzter Zeit solche Biester gesehen? Ja, da hinten bei der Ausgrabungsstelle, mitten im Sumpf sind welche. Und? Machen mich nervös. Warum? Sie sind eklig. Ist nicht wahr. Bist du ein guter Kämpfer? Zum Bauernklatschen reicht's. Bauernklatschen? Ja, so siehst du auch aus. Der Typ ist mein Mann. Zum Bauernklatschen reicht's. Alter, richtig wegklatschen. Wer hat hier das Sagen? Nice. Der Don. Wer? Der Kerl im Tempel. Ach. Der checkt auch nicht, dass Was ich macht euer Don Sack im Tempel? Geschäfte. Welche? Das geht dich nichts an. So? Ich wette, du hast keine Ahnung. Ist mir egal. Egal, ist mir egal. Du bist nicht gerade ein Mann der großen Worte. Wozu auch? Ich kenne dich doch überhaupt nicht. Ist ein Argument. Dir irgendwas aus den Knochen zu leiern, ist eine Qual. Du stellst die falschen Fragen. Okay, versuchen wir es mal damit. Was wäre es dir wert, wenn ich die ekligen Viecher für dich töte? Ah, 30 Gold? Voll wenig. Das ist ja Wahnsinn. Gut, ich töte die ekligen Insekten im Sumpf für 30 Gold. Okay, mach weg die Dinger. Ja, ja. Und wehe, du zahlst nicht. Kannst du mich trainieren? Ah, weiß nicht. Gegen Gold? Meinetwegen, aber ich spiele nicht das Kindermädchen für dich. Ich zeige dir, wie du mit der Armbrust schießt. Nice. Mehr nicht. Nice. Armbrust 3. Nachladen und Spannen ist 30% schneller. 10 Lernpunkte. Ich mach's mal noch nicht. Ich glaube, ich sollte erstmal viel auf Axt gehen. Oder vielleicht... Ja, mal gucken, was die Banditen mir noch so mit beibringen können. Okay, ich nehme erstmal alle Quests an. Ich schätze mal, das sind auch die ekligen Viecher. Ja. Gut, die kann ich hier einfach ins Lager ziehen. Das wird relativ easy. So, ich rede erstmal mit allen, ne? Domingo. Was willst du? Siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Domingo klingt wie so ein mexikanischer Drogen. Hieß nicht sogar bei Breaking Bad der eine Domingo? 100 pro. Naja, mal erstmal weiter. Was machst du hier? Ich bin Kämpfer. Ein guter Kämpfer? Der Beste. Und jetzt geh. Ich habe keine Zeit zum Quatschen. Alle übel nett, Alter. Erzähl mir was über dieses Lager. Bist noch nicht lange hier, was? Also pass auf, ich mach's kurz. Wenn du essen willst, musst du dafür arbeiten. Aber wenn du hier bist, um abzusahnen, gehst du besser zu den Kuttenträgern in der Vulkanfestung. Hier wird dir jeder die Hand abschlagen, wenn du dich an den Sachen anderer vergreifst. Klar? Und jetzt geh wieder, ich hab zu tun. Der ist auf jeden Fall relativ freundlich. Ich kann mal wieder Fleisch braten, glaube ich. Hier ein paar schöne Steaks. Lecker. Ja, jetzt. Alter, er sägt aber echt laut Holz. Lecker. Lecker. Auf die mittlere Schiene. Das ist der Hawaii-Toast. Toast Hawaii. Schmeckt allen gut. Nee, Hawaii-Toast-Song, ne? Wolltest du was? Alexander Markus, Leute. Der Hawaii-Toast-Song. Und Schinken. Auf die mittlere Schiene. Hallo. Ich habe dich hier noch nie gesehen. Ich bin ja auch noch nicht lange hier. So, so. Mann, da hast du dir ein schönes Plätzchen ausgesucht. Kannst froh sein, dass du noch lebst. Die Gegend hier ist gefährlich. Du bist kein Holzfäller, oder? Nein, auch wenn es vielleicht gerade so aussieht. Ich bin Jäger. Meine Jungs und Hobbit. Ich kümmern uns um die Fleischbestände des Banditenlagers. Du bist Anführer der Jäger? Ja, aber wie du siehst, komme ich hier nicht weg, um mich um sie zu kümmern. Meine Jäger machen momentan, was sie wollen. Das ist so. Oh, bei denen ist alles so riskant. Na gut, sind Banditen, ne? Lass doch den Kram hier liegen und mach was anderes als Holzsägen. Wenn ich könnte, würde ich. Das kannst du mir glauben. Doch ich fürchte, dass es Broga nicht gefallen würde, wenn ich mich einfach aus dem Staub mache, bevor sein Holz hier gesägt ist. Broga? Der Anführer der Kämpfer. Ein ganz übler Bursche. Du wirst ihn ganz sicher noch kennenlernen. Dann hau ich ihm aufs Maul, ne? Du sägst Brogas Holz? Allerdings. Er sagt, er müsse seinen Vorrat an Brennholz aufstocken. Aber das ist reine Schikane. Warum?
Ich habe mich mit ihm angelegt. Und jetzt lässt er mich dafür bluten. Hä, aber Moment. Es gibt die Kämpfer, es gibt die Jäger. Du bist Anführer der Jäger, er ist Anführer der Kämpfer. Klingt für mich wie, ihr seid auf einem Level. Warum kommandiert er dich dann rum? Und lässt dich irgendwie Scheißarbeit machen, also ganz ehrlich. Heißt das, dass Broga dich von deiner eigentlichen Arbeit abhält? Was soll ich machen? Ich kann ja nicht Holz sägen und gleichzeitig jagen gehen, du Schlaumeier. Warum wehrst du dich nicht dagegen? Im Moment habe ich keine andere Wahl. Er hat die ganzen Kämpfer auf seiner Seite. Das klingt so, als hättest du Angst vor ihm. Ist das so? Nun, dann solltest vielleicht du mal mit ihm reden, was? Ja. Er ist gleich dort drüben. Viel Spaß, Kleiner. Ich habe einen dicken Hammer dabei, Junge. Der kriegt auf den Sack. Aha, du also. Ja, dann schauen wir uns mal hier noch kurz um. Hey, was ist denn hier? Achso, Holz. Was für eine Leine, Alter. Zieh ein. Hier ist hier irgendwas Cooles? Guck, kann man hier eigentlich raufklettern? Ach, so eine Scheiße machen wir später. Gut, dann Broga. Gucken, was der sagt. Aber vielleicht ist ja auch Broga mir sympathisch. Hallo. Hey, kann mich nicht erinnern, dir erlaubt zu haben, mit mir zu reden. Alles klar. Alles klar. Die Jungs sagen, du hättest nichts drauf. Wer hat das gesagt? Na warte, dem werde ich... Also raus mit der Sprache, sag es mir. Ich hab so eine Wer Waffe. Hat das gesagt? Oh, niemand. Ich hab nur eine Wette verloren. Wenn du sowas nochmal machst, mache ich dich fertig. Verschwinde. Ich hab so eine Waffe abgezogen. Guck mal, Dornkeule. 18 Schaden. Warte mal, Hiebwaffenschaden. Ja, aber... Ach, es gilt als Schwert, okay. Na gut. Auf jeden Fall habe ich seine Waffe. Was ist dein Problem? An deiner Stelle würde ich wieder meine Schaufel greifen und weiterarbeiten. Du kommst gleich auf die Liste, mein Freund. Okay. Hat dir schon lange keiner mehr den Arsch versohlt. Jo. Dir hat schon lange keiner mehr den Arsch versohlt. Pass mal auf, Kleiner. Weil du neu bist, werde ich dir erstmal erklären, wie es hier läuft. Die Kämpfer hier tun, was ich sage. Also halt besser deine Schnauze und lausche. Ich hab Hunger. Bring mir eine gebratene Keule Fleisch von der Köchin Rachel oben bei der Schmiede. Aber beeil dich, scheiße, sonst komm ich dich holen. Was ist das für eine Kackfrisur? Beeil dich, sonst komm ich dich holen? Wo ist mein Stift? Ich muss eben was notieren. Ah ja, hier. Ah, sehr schön. So, wie heißt der Spaten? Broga. Spaten. Herzlichen Glückwunsch. Ich muss übrigens gucken, weil in Risen sind übel viele unbesiegbar. Ich gebe es ihm erstmal, damit ich die Quest erledige, um EP zu kriegen. Und dann haue ich ihm aufs Maul, oder? Aber wahrscheinlich ist es dann weg. Würde ich mal davon ausgehen, weil so beug ich mich und so biete ich ihm die Stirn. Und es geht ja nicht beides, denke ich. Also. Mach deinen Scheiß gefälligst selbst. Ein Mann muss wissen, was er will. Und du willst offensichtlich eine Lektion. Der hat wieder eine Waffe, oder? Jungs, der Kerl hier braucht eine Feuertaufe. Viel Spaß im Lager, mein Freund. Warum Jungs? Hä? Ja, come with me. Hä, ich will dem aufs Maul hauen. Was ist? Schon die Hosen voll? Was du laberst, Junge? Ich will dich... Was ist? Schon die Hosen voll? Abwarten. Und? Was sagst du jetzt? Broga ist schon ein Herzchen, was? Er ist ein Mistkerl. Ja, ja, man möchte ihm am liebsten den Hals umdrehen. Ja, machen wir das. Wenn ich diese schwere Rüstung tragen würde... Ja, was laberst du? Siehst du? Und deswegen säge ich sein Holz. Hä? Nur, was schwere Rüstung? Du hast einen schweren Hammer. Hau dem den Schädel ein. Ich will bei euch mitmachen. Früher oder später werde ich Broga fertig machen. Früher oder später werde ich Broga fertig Früher. Machen. Du hast Feuer unterm Hintern, das muss ich dir lassen. Wie wär's, wenn du mir dabei hilfst? Ich will nicht dafür verantwortlich sein, wenn Broga dich fertig macht. Das lass mal meine Sorge sein.
Ah, wie du meinst. Es ist ja dein Kopf, den du riskierst. Also nochmal, um das jetzt auf den Punkt zu bringen. Hat der Broger jetzt... Ich dachte jetzt... Also erst dachte ich, wenn ich ihn provoziere, geht er halt auf mich los. Und ich boxe ihn dann einfach um. So wie es immer ist in Gothic. Also, wie es war in Gothic. Und dann brüllt er, Jungs, der braune Feuertaufe. So, dann dachte ich, alle gehen jetzt auf mich los. Aber war auch nicht der Fall. Wahrscheinlich habe ich jetzt einfach nur bei sehr vielen Menschen verkackt, weil die auf seiner Seite sind. Aber ich schätze mal, man muss sich eh entscheiden. Und ich mag den Wichser nicht. Und ich schätze, jetzt ist so ein bisschen politisches Gehabe und hinterhältige Scheiße, um den Wichser wegzumachen. Und das machen wir jetzt. Was müsste ich tun, um Broger zu erledigen? Mach's wie ich. Arbeite für ihn. Tu, was er sagt und versuche so viel wie möglich über ihn herauszufinden. Je mehr du über seine krummen Geschäfte in Erfahrung bringst, umso besser. Okay. Wie bitte? Ja, ich hasse Krusten, wenn die verbrannt sind. Und machst du die Lampe auf, an? Nee, ich nehme gerade auf, ja. Hau rein, Sola. Tschüss. So, das heißt, ich muss jetzt für den Buckel. Das gefällt mir gar nicht. Ich brauche eine bessere Rüstung. Das Einzige, was du hier draußen kriegen wirst, ist Arbeiterkleidung. Was ist mit deiner Rüstung? Woher bekomme ich die? Die Jäger- und Kämpferrüstungen verteilt der Don höchst persönlich. Aber auch erst dann, wenn er dich in die Bande aufnimmt. Verstehe. Wenn ich jetzt sage, ich will bei euch mitmachen, meine ich dann bei den Jägern? Also ergreife ich dann Partei innerhalb des Lagers oder generell das Lager betreffend? Ich will bei euch mitmachen. Na gut. Ich erkläre dir jetzt mal ein paar Dinge, Kleiner. Der Don sitzt in seinem Tempel und hat sich schon seit Tagen nicht mehr hier draußen sehen lassen. Seine Frau Rachel versucht seitdem, das Lager hier draußen zu leiten. What? Wenn du es schaffst, Rachel von dir zu überzeugen, wärst du sicher ein ganzes Stück weiter. Verstehe. Okay. Rachel also. Nicht so schnell, Kleiner. Die Sache hat einen kleinen Haken. Lass mich raten. Broger? Ich sehe, du lernst schnell. Okay. Aber warum? Kannst du mir beibringen? Kannst du mir was beibringen? Du willst doch wohl nicht Holz hacken. Ich dachte eher an die Jagd. Da bist du bei mir richtig. Okay. Arbeiterkleidung. Na gut. Woher bekomme ich die Arbeiterkleidung? Frag mal den Anführer der Arbeiter Hawkins danach. Vielleicht kann er dir weiterhelfen. Okay. Was kannst du mir beibringen? Tiere ausweiden. Ist das Wolf? Ist das Wolf? Ich würde es erstmal noch nicht lernen. Also das Ding ist, umso früher man es lernt, umso mehr kann man rausschlagen. Aber schreib mir mal, ob das Wolf ist. Und mit Begründung bitte. Weil normalerweise würde ich jetzt sagen, okay, ich baller erstmal jetzt meine Lernpunkte in Axtkampf. Ich glaube, das ist ganz gut. Und ja, ich muss auch gucken, wie der Stand mit der Alchemie ist. Okay. Ich kann dir helfen, dass deine Jagdgeschäfte wieder laufen. Du haltst dir ganz schön viel auf, Kleiner. Aber gut, ich kann jetzt jede Hilfe gebrauchen. Rachel ist schon ziemlich ungeduldig. Sie braucht das Fleisch für die hungrigen Mäuler hier. Okay. Wo finde ich diese Rachel? Sie kocht die meiste Zeit des Tages oben vor dem Tempeleingang. Sie kocht einfach den ganzen Tag, alles klar. Warum kann ich nicht einfach mit dem Don selbst sprechen? Kein Problem. Dazu musst du an dem Wachposten oben am Tempeleingang vorbei. Hast du schon mal mit ihm gesprochen? Nein, noch nicht. Dann rede doch mal mit ihm. Vielleicht lässt er dich herein. Naja, auf jeden Fall, weil ich ja in der Burg war, denke ich, weil der Dings, der Scordio mich ja schickt, oder wie er hieß. Wegen deiner Jagdgeschäfte. Okay, das mache ich, ja. Wegen Broger. Keine Lust, den Lakaien für Broger zu spielen. Wir können. Ja. Okay. Ich würde sagen, wir beenden erstmal die Folge an dieser Stelle und setzen in der nächsten Folge mit diesem kleinen Hurensohn fort. Guck mal, das ist auch seine Scheißhütte. Ich werde ihm einfach alles nehmen, was ihm lieb und halt's Maul, Fettsack. Okay. Also, nächste Folge schauen wir uns weiter um. Banditenlager. Ich bin hyped.
Wir sehen uns. Haut rein.